Servus Freunde der Klemmbausteine und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei German Brick Motion. Ja, Wahnsinn, die Zeit, die rennt, das Jahr ist schon quasi fast vorbei, wir haben jetzt Dezember und was bietet sich besser an, als im Dezember einen kleinen Adventskalender aufzumachen? Und wir werden jetzt hier jeden Tag ein Adventskalendertürchen öffnen. Das heißt, es werden so ganz kleine Videos im Grunde und wir öffnen einfach jeden Tag so einen schönen Kalendertürchen. Vom Lego Harry Potter Adventskalender, 76390 die Artikelnummer, ist die 2021er Ausgabe und ja, ein paar Kleinigkeiten sind hier drin. Im Grunde sieht man hier hinten leider auch schon relativ viel, sage ich mal, von den Artikeln, die hier wohl dann enthalten sein werden. Wir lassen uns trotzdem ein Stück weit überraschen, hätte ich gesagt, und fangen mal an. Wir haben hier auf jeden Fall so ein paar Klebestreifen, die wir erstmal lösen müssen. Denn man kann das hier aufklappen. Müssen wir mal gucken, dass wir das hier halbwegs vorsichtig aufschneiden. Das ist ein bisschen schwierig. Geht aber. Da haben wir noch einen. So. Denn dann haben wir hier quasi nämlich auch schon eine zauberhafte Hogwarts-Welt. Alles verschneit, alles super. Wir haben hier am Boden auch jede Menge Nummern aufgedruckt, wo man irgendwelche Sachen noch machen kann. Da kann man eine Art Spiel spielen, nämlich irgendwie auch hier mit Kreisel drehen und Felder nach vorne laufen. Wir werden das alles uns genau anschauen. Aber heute in diesem Video geht es natürlich, es ist der 1. Dezember, ums erste Türchen. Schauen wir doch mal, wo befindet es sich denn? Einmal wieder Kind sein. Da, hier, ganz da drüben haben wir es. Die Nummer 1. Oh, wir fangen, wie es sich gehört, ganz klein an. Und ganz am Anfang an der Harry Potter Geschichte. Hier haben wir eine Kleinigkeit enthalten. In der Tür selbst ist dann immer so ein bisschen das Bauanleitungsbildchen, sag ich mal, weil mehr passt natürlich auch nicht rein. Braucht man aber auch eigentlich nicht. Wir machen es gleich mal auf und bauen es auf. Hier im Schnelldurchlauf. Und dann zeige ich euch natürlich auch gleich, um was es sich hierbei handelt. Ich sag mal so viel, es ist eigentlich ganz klar und die Harry Potter Fans wissen es auf jeden Fall auch im Grunde schon. Es geht immer darum, wo startet eigentlich Harry Potter meistens in den ersten Teilen. Und zwar ist das ja alles hier beim Haus von den Eltern von Harry, beziehungsweise den Adoptiveltern von Harry. Und hier geht es jetzt um das Einfahrtsschild, was man immer kennt, das Private Drive. Ein kleines winziges Ding, ist eigentlich echt witzig. Zusätzlich dazu ist obendrauf auch noch ein Brief, denn dort gibt es ja auch die bekannte Filmszene, wo dann der ganze Kamin mit Briefen hier vollgeschüttet wird und so. Richtig, richtig cool. Ja, also was ich auf jeden Fall cool finde, es sind Print-Objekte. Man muss hier keine Aufkleber anbringen. Das wäre ja auch noch die allergrößte Krönung gewesen. Das finde ich auf jeden Fall schon mal echt ganz niedlich. Ja, das waren jetzt hier in dem Fall nicht viele Bauteile. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bauteile. Und so haben wir hier schon mal ein kleines Schildchen, was wir hier hinstellen können. Und ja, das soll es gewesen sein mit dem 1. Dezember. Und wir sehen uns morgen zu einem neuen Video wieder.